Du guckst da. Oh, ich gucke wieder in die falsche Richtung. Du guckst in die falsche Richtung. Oh Gott, meine Haare. Das sieht man immer erst. Hallihallo, wir begrüßen euch erst einmal. Ist ja noch gar keiner da. Ich kann noch meine Haare richten. Ja, aber wenn jemand später das Video guckt, dann ist es immer so komisch, wenn... Hallo, guck, da sind die da. Ersten. So. Oh ja, guck mal, bei mir ist die Fina. Fina, hallo Fina. Hi, hi. Ich hatte heute deinen Rock an, Fina. Oh, warte. Irgendwas blendet bei dir. Ja, gell, guck mal. Das ist wahrscheinlich das mein Heiligenschein. Das ist, guck mal. Da sind sie, guck. Hallöle. Oh, guck mal, da schon die ersten. Sabrina Sekt. Hat schon Sekt. Heute haben wir was anderes. Ne? Genau. Heute haben wir einen Rotwein und wir haben Pizza gegessen. Und ihr könnt froh sein, dass es keine Geruchs-Insta gibt. Wieso? Weil da war Knoblauch drauf. Echt? Aber wir riechen es ja nicht. Wir haben ja beide die gleiche Pizza gegessen. Sehr, sehr lecker. Pizza mit Gorgonzola und ich mit Äpfeln. Und ich mit Spinat. War sehr lecker. Und Knoblauch natürlich. Ja, ja. Gehört dazu. Oh. Hat gut geschmeckt. Es gibt ja wirklich keine Geruchs-Insta-Polizei. Genau. Ich rieche gar nichts. Willst du dich mal da drauf klemmen? Auf unser... Ich klemme mich mal drauf, genau. Parallel, ein bisschen höher, oder? Upsi, dupsi. Oder jetzt. Ich ein bisschen tiefer. So. Hält. Ja, jetzt sind unsere beiden Handys wieder parallel. Müssten wir ja auch mal zeigen. Haben wir das mal gezeigt? Ja, wir haben unseren Klotz mal gezeigt, der dann immer so schwer wird und dann sinkt der Arm. Oh. Genau, wir wollen ja mobil sein und wir wollen ja auch auf beiden Kanälen das Gleiche zeigen quasi, ne? Ja. Ja, alles gut. Oh, guck mal, wie schön meine, da hinten im Hintergrund, guck mal meine Krake. Ja, da, deine Krake, ja, ich sehe deine Krake. Jetzt sehe ich sie nicht mehr, jetzt bist du im Weg. Guck mal, meine Krake. Ist so schön. Sehr schön. Genau. Ja. Wir haben auch wieder aufgeräumt. Das ist immer von Vorteil, wenn hier Live-Nähen stattfindet, weil dann räumt die Silke auch mal auf. Weil jetzt waren ja die ganze Zeit keine Kurse und dann war hier immer Chaos. Und jetzt finden wieder Kurse statt, da wird aufgeräumt und Live-Nähen. Ja, war dann erstmal laut, ja, habe ich gesagt. Hat die Putzfrau auch Pizza? Genau, die Putzfrau war noch da. Weil ich kam hier nämlich ziemlich gefrustet an. Feierabendverkehr in über de Brück, sagt man ja genau, so hier. Über ne? de Brück. Über de Brück. Brick. Ach, über de Brück. Ich lerne das nie. Ich lerne das nicht, wa? Ja, und dann wurde ich auch noch geblitzt. Nee. In der 50er-Zone? Nein, in der 90er-Zone auf der Autobahn mit 100. Oh, aber ganz knapp. Ja. Ganz naja, das sind halt die Späßen, die so bei so einem Ausflug... dringend Stärkung. Ja? Genau. Pizza. Und die Pizza war super. Das kann man... Die war sehr lecker. Das kann man wirklich sagen. So. Nur zu empfehlen. So, das zum Gebränken. Das jetzt, wir genau. Hoffen, euch geht's gut und ihr seid... mit Freude dabei. Also genau, du, bei dir, das guck ist mal, bei dir mein, jetzt sieht mein das. Heiligenschein. Ja, ja, ich sehe das schon bei dir. Ja. Ja, genau. Das ist, weiß nicht, was machen wir denn heute? Wer weiß es? Wer weiß es? Weiß jemand, was wir heute machen? Ich glaube, die spannen uns immer auf die Folter. Ja. Ja. Ich habe gar kein Schnittmuster hier. Ich muss mal hier in meine Schublade gucken. Oh, jetzt, ach Quatsch, da muss ich ja, ich muss jetzt so gucken. So, Achtung, in meine Schublade. So. Da ist er. Genau. Wir drehen einfach das Bild. Da ist sie. Ja, wir drehen einfach mal das Bild. Achtung. So, das sind wir. Unser genau. Projekt für heute Abend. Genau, die Josie. Richtig. Unser zweites Schnittmuster. Genau. Und das ist wieder so ein total variabler Schnitt. Da kann man echt viel draus machen. Heute machen wir ein langes Kleid. Oh, bis zum Knöcheln oder ja. Bodenlang oder ja. was? Ich habe zugeschnitten. Ich habe die Josie als Maxi-Kleid. Achtung. Sehr, sehr schön. Ja, das wird gut. Ja,
hatte ich im Zuschnittvideo erklärt, wie man das macht. Wie man sich ausmisst und verlängert. Bei mir waren es 50 cm. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Richtlinie, wenn ihr einfach verlängert 50 cm und ihr könnt dann einfach diese Linie, die, wo der Schnitt normalerweise aufhört, einfach mit dem Lineal fortführen. Ja. Genau, also verlängern. Ja. Verkürzen haben wir ja auch, habe ich auch schon gesagt, geht auch. Ich kann mir das auch gut als T-Shirt vorstellen. Rock dazu. Ja. Auch das ist einfach nur gucken, wie lang ihr es haben möchtet. Genau. Und so dann einfach kürzen. Sowas, ne? Genau, ja. Genau. Geht also genauso. Ganz genau. Ja. Und es ist eine Webware, ja. Also es ist eine viskose Webware. Und wir nähen es heute mit einem Zickzack-Tunnel, so wie das Kleidchen. Das Dirndlkleidchen oder dieses Wiesenkleidchen. Mhm. Ich will es ja gar nicht Dirndl nennen, weil warum? Weil ich sehr große Hochachtung vor den Dirndlmachern habe und ich glaube, dass das würde ja glaube ich auch. Sehr einfach. Also so einfach gemacht genau. Ist, wäre so ein bisschen deswegen würde ich es nicht Dündel nennen, sondern einfach so das schnelle Wiesen-Outfit. Ja, ich verstehe, was du meinst. Genau, richtig. Weil es ist, wenn man wirklich das Dirndl-Handwerk kann, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und unser Kleid ist ja wirklich was, zwei Schnittteile. Und es wird dadurch, es kommt dadurch, hier haben wir es ja auch nochmal, ne? Es kommt dadurch so nett in Form um die Brust und unter der Brust, so in diesem Empire-Style, wegen dieser Raffungen. Ja. Ja, und die kann man halt oben drauf setzen, dass man sie farblich absetzt. Man kann sie aber auch hier, wie es hier gemacht ist, mit einem Tunnelzug unten drunter machen. Oder man kann es machen mit einem Zickzack, also mit einem Stich und den Gummi einfach direkt unten drunter. Ja, ich glaube, das habe ich auch immer beim Verkauf auch. Es gibt verschiedene Wege wieder, also... Auch hier gab es ganz viele Kunden, die dies hier oben eingefasst haben im gleichen Stoff, also auch mit einer Webware und haben dann hier wirklich, das hast du ja auch gemacht, abgenäht, 90 Grad. Und ich hatte auch eine Kundin, die hat hier hinten, weil es immer so ein bisschen Abstand, die hat hier hinten eine Falte eingenäht nach unten. Ah, ja. Ja, also fällt fast gar nicht auf. Und somit hat sich das hinten für die Webware auch gelegt. Ich bin hingegangen und habe einfach mit einem dehnbaren Schrägband, mit einem Jersey-Schrägband das eingefasst. Und dann hat es bei mir auch gepasst. Ja, und so machen wir das heute mit meinem Kleid auch. Ja, so machen wir das heute. Und auch das ist immer wieder ein Thema gewesen, der Ausschnitt, wenn der zu tief ist. Auch das könnt ihr jederzeit für euch daheim abändern. Genau. Ja, also einfach. Das hatte ich hier in meinem Zuschnittvideo auch schön erklärt, dass wenn ihr auf die Maßtabelle schaut und euch ausmesst, wenn ihr da drauf guckt, hinten stehen die Angaben, vor allen Dingen für die Webware. Angenommen, ihr seid jetzt eine 105, bei Webware würde ich mich dann an diese 44 orientieren. Seid ihr aber eine 105 und eine Jersey, dann schwenkt ruhig auf die kleinere Größe um, damit der Jersey halt eben sich auch gut anlegt, weil der ist ja nämlich auch elastisch. Genau. Und dann kann man aber auch sagen, okay, der Ausschnitt, wenn einem der zu groß ist, nehme ich die kleinere Größe, und ansonsten aber in der Figur kann ich auch die größere. Es kann ja auch sein, dass mal oben schmaler ist und dann hier wird es wieder weiter, dass man da einfach drauf achtet. Wenn je größer der Schnitt wird, auf jeden Fall wird natürlich auch der Ausschnitt größer. Und je nachdem, wie dann ihr euch wohlfühlt, könnt ihr auch das Schnittmuster nochmal anlegen. Siehst du, ich habe das jetzt gar nicht mehr mitgebracht. Ja, mein Arbeitsplatz ist ja sonst in Mannheim. Kann man, wenn ihr das Schnittmuster habt, das habt ihr ja meistens dann. Im Bruch, ja. Könnt ihr auch einfach mal an der Schulternaht anlegen und gucken, wie tief kommt denn der Ausschnitt raus bei euch. Ja? Wenn ihr das auf so einer Folie macht, dann seht ihr das und könnt das auch gleich noch verändern. Ja, und sagen, hier, okay, so wird's. Wenn das bei euch dann schon hier sitzt, dann würde ich einfach sagen, okay,
bitte nimm eine kleinere Größe, ja, weil wegschneiden könnt ihr immer noch. Genau, ja. Ja. Genau. Ja, da ist schon der erste Kommentar, das mit der Falte ist eine super Idee, hab auch zu viel Stoff hinten. Mhm. Genau, also das ist bei Webware, da kann man einfach, wie gesagt, bei mir war es überhaupt kein Thema, weil ich es halt mit einem dehnbaren Band eingefasst habe. Ja. Bei der Kundin war es dann so, dass es einfach der gleiche Stoff sein sollte. Sie wollte da nichts absetzen und dann war es halt... Ja, dann kannst du den Ausschnitt nicht so schön... Dann kannst du ja nicht ziehen. Die Webware kannst du ja nicht ziehen. Und deswegen hat sie dann hinten eine Falte gemacht. Notfalls kannst du aber im schrägen Fadenlauf das Schrägband zuschneiden, ja, und dann kannst du doch ein bisschen ziehen. Genau. Bisschen, ja. 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 So ist es. Okay. Wollen wir anfangen? Noch eine Stärkung. Ich habe gerade gesehen, dass die Isabel zuguckt. Isabel, tut mir leid, aber morgen gibt es die nimmer. Die hast du ja mitgebracht, aber wir essen die Danke, jetzt. Danke, Isabel. Danke, Isabel. Sind sehr lecker. Also, wer mitmacht? Ich hoffe, ihr habt alle das Zuschnittvideo geschaut und seid vorbereitet. Ob ihr jetzt, das ist wunderbar für Jersey und Webware geeignet. Wir nähen heute eine Webware. Der einzige Unterschied ist hier, dass ich es vorher schon versäubert habe, bis auf die Saumkanten an den Ärmeln und am unteren Kleidrand. Ansonsten, damit es nicht ausbranst. Ich hoffe, ihr habt auch die Markierungen gemacht. Warum hast du es unten nicht versäubert? Ich versäubere das immer unten. Ja? Ja. Ich nähe es ja dann um. Quasi. Ich nähe es aber mit dem Rollsaum. Ah. Den ich heute auch schon in der Story habe. Ja, das habe ich gesehen. Okay. Mhm. Nee, ich mache es ja dann richtig um und dann versäubere ich es. Mit dem Rollsaumfuß möchtest du so wenig Material wie möglich in diese Schnecke machen. Ja, ja, klar. Sonst ist halt zu viel Material und deswegen, das würde ich auch eventuell sogar mit dir machen. Wenn du den jetzt nicht da hast, den habe ich da. Isabel, gut aufpassen. Die wollte Isabel auch verwenden. Die Mitarbeiter sind auch immer so, der Rollsaumfuß ist ein Buch mit 7 Zentimeter für mich und ach scheiße. Und ich so, ach kein Problem, zack. Ja. Bäm, Genau. Also Isabel, aufpassen. Hier erklären wir heute Abend den... für die Nähmaschine, ja? Genau, für die Nähmaschine. Nicht den Rollsaum für die... Genau. Genau, super. Ja, dann hoffe ich, ihr habt auch alle euch die Knipse für, also ich meine, auf dem Schnittmuster sind ja diese Linien eingezeichnet, wo die Tunnelzüge sind. Da habe ich mir an den Seiten Knipse gemacht, die sieht man jetzt durchs Versäubern nicht mehr so gut, und habe dann einfach mit einem Lineal von einer Seite zur anderen Seite diese Linien, wo der Tunnel hinkommen soll, markiert. Da der Schnitt auf unsere Körperform jetzt schon optimal ist, dass, da ich das weiß, kann ich da auch dem Schnitt und den Angaben da vertrauen. Jetzt ist aber jeder anders. Ja? Over. Jeder ist anders und gerade wenn es um die Tüten geht, ja, hatte ich ja schon gesagt, habt ihr die Möglichkeit hier bei diesem Schnitt einfach zu sagen, hey, wir nähen zuallererst mal die Schulternähte zusammen, dann könnt ihr euch das ganze Ding überwerfen, ja? Und dann könnt ihr auch hergehen und schauen, okay, wo sitzt das denn, wenn du das auf die Schulter machst? Und wo möchte ich, Empire Style ist es ja, das soll dann direkt unter der Brust, ja, soll es dann enger sein und dann weit fallen, damit es schön die Falten, die da drunter kommen, genau, so umspielt. Ja, und dann kann man sich halt eben auch markieren, wo die erste, mit einer Stecknadel oder so weiter, das kann man super machen, wo die erste Linie hinkommt und kontrollieren, ob das mit dem übereinstimmt, ja, was auf dem Schnitt ist. Genau. Sollte es nicht übereinstimmen, gleich selbst markieren. Tragt euch gleich eure eigene Markierung ein. Ja. Und der Abstand zwischen den beiden, ja, also das reicht euch ja eine. Wenn ihr hier irgendwie dann die eine Markierung habt, die erste, und dann immer den Abstand nochmal messt, der ist, dann muss ich jetzt selber mal aus dem Kopf, weiß ich nicht, 4 cm. Mhm. Ja? Genau. Und dann setzt ihr darunter die zweite Linie. Ja. Das klappt prima. Ja, also das ist... Sagt Pop-Christine. Sehr gut, sehr gut. Du hast auch, glaube ich, schon genäht, ne, Christine? Ja, aber ich gehe, wenn sie sagt, es klappt prima, dann denke ich, hat sie schon genäht. Mhm. Genau. Genau. Super, also bei mir passt es, aber wir können trotzdem schon mal die Schulternähte spielen. Ja. Ne?
Wir können es ja mal die Schulternähte schließen und dann nochmal gucken, ob es wirklich passt. Also Hochzeit der beiden Teile an der Schulter. Genau. Um mal wieder mit unseren Lieblingsbegriffen um uns zu werfen. Ne? Ja. Also natürlich rechts auf rechts. So, und auch nur erstmal an der Schulter, noch keine Seiten, weil wir wollen ja dann noch den Gummi einnehmen. Genau, die Christine war eine Probenäherin bei dir. Wo ist es? Was suchst du? Klammern. Da hinten. In dem gelben. Jawohl. Oder Nadel. Zack. Ist ja nicht so, dass wir das nicht hätten. Also hier, guck mal, wie schlampig ich zugeschnitten habe. Hm? Nadja. Ja. Da muss ich ein bisschen ausgleichen. Das ist ja immer kein Thema bei der Overlock, gell? Da schneidet man es ab, aber beim... Da bin ich ja mittlerweile auch ganz penibel beim Zuschnitt. Hier, hier hat es ja hingehauen. Der hat mich aber auch, das war so ein Tag gewesen mit dem Zuschnitt. Ich habe, glaube ich, das Zuschnittvideo gemacht und erzählt und erzählt und erzählt und gar nicht zugeschnitten. Ja, und naja, aber ich glaube, alle haben es trotzdem verstanden, was ich meinte. Und dann später lief mir die Zeit weg und habe ich gedacht so, okay, du musst jetzt noch zuschneiden. So, ich trinke mal ein Gläschen auf euch. Prost. Wir haben heute einen schönen Rotwein zu unserer Pizza. Sehr lecker. Also, 1 cm Nahezugabe. Genau. Wir hatten heute noch kurz überlegt, Thema, welches Thema könnten wir heute Abend mal noch kurz ansprechen. Und da ist uns eingefallen, ich hatte heute auch eine Kundin, die ihre Maschine gerade bei mir in Reparatur hatte. Und dann kam mit einem Jersey-T-Shirt von ihrem Mann. Also bei denen ist der Mann der Näher mit dem Jersey. Und die Maschine ist wieder defekt. Die hat ständig Fehlstiche. Mhm. Dann war man natürlich, ist da immer meine erste Frage. Haben sie die richtige Nadel benutzt? Nadeln. Nein. Du willst über Nadeln sprechen. Ich will über Nadeln heute sprechen, genau. Wie oft wechselt ihr denn eure Nadeln? Ja. Gute Frage. Wie oft wechselst du deine Nadel? Ja, also spätestens dann, wenn ich nicht mehr erkennen kann, welche Markierung sie haben. Natürlich auch dann, wenn sie gebrochen ist. Oh, wirklich? Gut. Wenn sie verbogen ist. Erstes Anzeichen, finde ich ja, ist, wenn der Nadeleinfädler, wer auch immer den hat. Ja, genau, wenn der nicht mehr funktioniert. Wenn der nicht mehr trifft. Ja. Also auch das ist immer so, wenn eure Maschine einen Fehlstich hat, ja, wenn eure Maschine kein schönes Stichbild mehr hat, dann ist nicht die Maschine defekt, sondern oftmals dann auch die Nadel. Und man sieht es nicht. Man sieht nicht, dass die Nadel defekt ist, dass die vorne einen ganz kleinen Knacks hat. Achtung, sitzt jetzt auf der Schulter, oder? Sitzt auf der Schulter, ja. Ja. Mal gucken. So ist natürlich ein bisschen mehr Ausschnitt als das, was ich drunter habe. So, ja. Und jetzt könnt ihr hergehen. Natürlich zieht euch das drunter, was ihr auch drunter ziehen wollt. Ja, auch einen BH. Es gibt unterschiedliche BH-Formen, die sonst manchmal hier so an der Seite auch rausgucken können. Probiert da mal ein bisschen aus. Es gibt mehr die Formen oder es gibt die Formen, die passen dann nicht so. Mehr so diese flachen und die seitlich hochgehenden passen für diesen viereckigen Ausschnitt dann ganz gut. Ja, und dann müssen halt eben hier diese Linien sitzen und die könnt ihr euch dann direkt unter der markieren. Markieren. Ja. So war es ja bei meinem allerersten Kleid, weißt du noch? Mhm. Ich war ja auch... irgendwann Probenäherin für dieses Kleid und habe es dann genäht und hatte an dem Tag halt einen BH, einen Push-Up-BH an. Achso, der war daran. Und ich habe sie angerufen und habe gesagt, tut mir leid, ich kriege meine Tüten nicht in dieses Kleid. Und deswegen kam auch dieser Name Tüten. Also, ja, ich, genau. Ja. Deswegen reden wir jetzt immer von Tüten. Ja, so. Ja, so. Habe ich mehrmals mich vermalt in meinem Wahnsinn, ja, aber der Trickmarker verschwindet ja mit der Zeit. Ja, wir machen jetzt einen Zickzack-Tunnel. Wenn ihr ein
Schrägband habt, um den Tunnel zu machen, oder ihr macht einen Schrägband aus eurem Stoff, das geht ja auch, das ist einfach nur ein Band. Wenn ihr ein Schrägband habt, dann könntet ihr jetzt hergehen, machen wir mal diese Variante, ja, und könntet euch das Schrägband an dieser Markierung von diesem Tunnel einfach mit Nadeln feststecken, einmal nähen, umklappen, ja, und das zweite Mal nähen. Ob ihr das innen macht vom Stoff, genau, oder auch sogar sichtbar außen, wir haben euch da ja ein paar Beispiele gezeigt, auch das außen zu machen, das ist euch überlassen, weil das Kleid wirkt ja, ja auch, wenn ihr das farblich absetzt, ja. Ich fand es jetzt bei dem Kleid vielleicht ein bisschen zu viel, Punkte und Striche und so. Deswegen dachte ich, ich verzichte darauf mal und zeige euch noch einen anderen Weg, der sehr, sehr einfach ist. Außerdem habe ich, wenn ich Schrägband außen verwendet habe, auch immer das noch schmaler gemacht. Also ich habe dann immer vom Schrägband, das kannst du, hier ist ja so gefalzt, den einen Knick weggeschnitten, ja, und dann daneben Füßchen breit abgenäht und dann umgeklappt. Und dann hast du am Ende nur die Hälfte. Dann ist es nur ein ganz schmales Band. Ja? Ja, das geht auch. Also das ist, wir wollen jetzt erreichen, dass wir einen Tunnelzug hinkriegen für ein Gummiband. Ja, und da gibt es diese unterschiedlichen Wege. Ich finde den hier ganz cool. Also ich zeige es euch nochmal, wie ich es hier gemacht habe. Also ich habe es hier... Nur nochmal, dass ihr es versteht, ich bin hingegangen, von außen ziehst du nur die zwei Linien und innen habe ich dann einfach das Schrägband aufgenäht. Moment, hier, seht ihr das? Ein weißes Schrägband. Und ich habe es jetzt gar nicht, innen habe ich einfach das Schrägband in der Breite gelassen. Ja, einfach das Schrägband in der Breite, das sieht man ja gar nicht. Und von außen habe ich dann nur die Linien. Also so können wir es machen. Dann habe ich ja schon mal eins, das habe ich leider schon nicht mehr, das hat eine Kundin schon gekauft, habe ich es auch mit der Cover, wenn jemand sowas hat. Also ich habe einfach das, was wir euch jetzt zeigen mit dem Gummi, so habe ich es mit der Cover gemacht und hatte dann von außen, ich zeige es euch gerade mal hier, von außen hatte ich dann quasi die Covernaht. Und zwar nur mit der äußersten linken und mit der rechten Nadel. Und innen hatte ich dann hier die äußere und innere und habe dann in der Mitte automatisch einen Tunnel gehabt. Das war dieses Kleid. Genau. Da hatte ich das so und gemacht. Sieht man so eine Ziernaht aus. Ja. Ja? Mit also, und das hatte ich noch mit einem Bauschgarn gemacht, mit einem Farbverlauf. Also dieses Kleid... Oder die Art und Weise, wie ihr das Kleid nähen könnt, verzieren könnt, wo ihr Ausdruck in dem Kleid, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja. So, und das ist jetzt eine Variante für alle die, die halt das schnell haben wollen. Hm? Genau. Ja. Ich habe ein Babygummi genommen, das ist ein ganz super weicher Gummi. Ja? Der ist hier so rund gestrickt, also im Grunde wie so ein im Kreis gestrickt, ja, ganz weich, und weil das ja auf die Haut kommt, habe ich gedacht, nehme ich den und nicht nur ein Flach. Aber ein Flachgummi geht auch. Man ich wollte gerade sagen, so empfindlich. Nee. Es ist eh auf der BH-Linie. Also ich hatte das Flachgummi auch, und auch das war. Es gibt aber Menschen, die sind empfindlicher, und es gibt welche, die sind nicht so empfindlich. Also von daher, das hier ist halt ganz weich im Material und das ist natürlich dann auch angenehm auf der Haut. Genau. Wer jetzt empfindlich ist. So. Dann lege ich das mal außerhalb der Nahtzugabe. Ich habe ja hier meine Linie. Ich mache jetzt einmal diese kurze schräge Linie, dass ihr seht, wie das aussieht. Stelle mir einen großen Zickzack ein. Und zwar muss der jetzt größer sein als das... Was ist ein L? Links. Was willst du mit links mir sagen? Nee, nur, dass es nicht komischerweise hier... Am liebsten würde ich jetzt den Ton ausmachen, dass ihr das nicht mitkriegt. Aber meine Maschine, keine Ahnung, guck mal. Aha. Ist komisch, oder? Hast du irgendwas verstellt? Vielleicht wie soll ich denn es verstellt haben? Hast du vielleicht eine andere Sprache eingestellt? Das ja, Quatsch. Ne, muss nur jetzt gucken. Frag mal. Die Nadel fährt jetzt links. Ja, die genau. Ist auch nach links gefahren. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall eine Stichbreite, die größer ist als der Gummi. Genau. Denn wir wollen den Gummi nicht treffen, sondern wir wollen immer nur außen neben dem Gummi.
Genau, und wie breit ist unser Gummi? 5? 5, also mache ich 7 mm. Genau. Ja? Ja, also ihr könnt dann, euer Gummi steht auf der Verpackung drauf oder ihr könnt es kurz messen, die Breite des Gummis und euer Zickzack ist dann bitte breiter eingestellt. Genau. Also wir jetzt auf 7. Ihr könnt euch das stecken oder ihr könnt immer gucken, ich stecke mal ein paar Stecknadeln. Also ich hole dir die Nadeln, sitzen. Ich bin die Assistentin heute. Weil jetzt, da die beiden Teile schon zusammengenäht sind, ist es ein bisschen schwieriger, dass mir das verrutscht. Und auch meine Markierung verschwindet langsam. Der Trickmarker löst sich auf. So, ja? Ja, das hatte ich auch schon oft. Hattet ihr das auch schon, der Trickmarker? Abends noch alles zugeschnitten und markiert. Und am nächsten Morgen dachte ich, sag mal, bin ich denn bescheuert? Ich habe das doch gestern markiert. Ja, genau. Ich habe aber am Anfang an mir selbst gezweifelt. Aber dann. Die Stichlänge erhöhe ich auch, weil wir wollen keinen so einen super engen Zickzack. Das braucht es nicht. Ja? Wir machen einfach einen größeren Stich. Mal gucken, auf 3. Ja? So. Also Stichbreite auf 7, Stichlänge auf 3. Auf 3. So. Dann könnt ihr nochmal kontrollieren, ob ihr wirklich... Jetzt verriegelt er erst. Ob ihr wirklich immer schön neben dem Gummi seid, weil, wie gesagt, wenn ihr ihn annäht, ist doof. Und dann immer rechts, links an dem Gummi vorbei. Genau. Ein bisschen konzentrieren dabei. Er soll am Ende nur ein Tunnel werden und nicht angenäht. Also er wird damit natürlich angenäht und nicht mehr locker. Aber wichtig ist, dass wir den Gummi nachher noch raffen können. Ja? So. Die Ute Schnute gibt uns noch einen Tipp, was für ein BH am besten passt. Ah, gibt es da BHs? Ja, zu den BHs. Ja. Balkonette BH sagt mir jetzt gar nichts. Oh ja, das ist schon wie so ein Balkon, ja? Ja, so, der Ausbau. Passt gut dazu. Ja, guck, dann habt ihr von außen jetzt diese Ziernaht. Ja, es ist noch nicht gerafft, dann wird es noch ein bisschen... Dann fällt die auch weniger auf, genau, die Naht. Genau, richtig. Hast du noch eine Schere in der Nähe? Ja. Moment. Ich häng halt. Ich assistiere. Einmal bitte die Schere. Genau, das reicht auch, wenn ihr hier wirklich nur knapp abschneidet. Der Gummi haut jetzt nicht ab. Ja. Ja? So. Wobei man auch in dem Fall immer eine Klammer oder sowas setzen kann oder eine Nadel, dass ihr sicher seid. Genau. So, und die zweite Seite genauso. Und so könnt ihr jetzt euch schön, wir können ganz, eigentlich ist dir der Trick gezeigt, ja? Das machen wir jetzt mit all diesen Markierungen. Wir können uns jetzt weiter über Nadeln unterhalten. Weiter über Nadeln. Weil das mache ich jetzt einfach für alle Tunnel, ja? Genau. Wir nähen jetzt an jede Markierung, nähen wir das Gummi fest. So. Also wir nähen es nicht fest, sondern wir gehen mit einem Zickzack drüber, dass das Gummi in einem Tunnel ist. Ja, aber Nadeln, also die meisten handhaben so wie du. Sie wechseln die Nadeln, wenn sie komische Stiche macht. Mhm. Manchmal hört man es auch, wenn aber die Nadel... Aber ich wechsle sie natürlich auch passend zum Stoff. Natürlich. Ja, also das ist jetzt vorausgesetzt. Ja, das hatten wir ja heute mit der Kundin, die heute zu mir kam. Weil es hat wirklich einen Sinn, dass es die Nadeln gibt. Es gibt eine Jersey-Nadel, die wir auch für den Jersey verwenden. Und auch beim Jersey gibt es Nadeln mit verschiedener Stärke. Also wir nehmen für ein Viskose-Jersey oder ein Modal nehmen wir halt eine dünne Nadel, eine feine Nadel. Und wenn wir einen Winter-Sweat, also einen dicken nähen, nehmen wir eine dicke Jersey-Nadel. Also auch da gibt es Unterschiede. Genau wie bei der Universal es Unterschiede gibt. Was haben wir noch? Wir haben noch die Ledernadel. Und wir haben noch die Jeans-Nadel. Und die haben auch alle einen Sinn, diese Nadeln. Ja. Ganz genau. Das merkt man spätestens dann, wenn das Projekt nicht so läuft. Ja. Viele Sachen. Wir hatten jetzt diese Woche eine Kundin, die Probleme hatte mit der Zwillingsnadel. Mhm. Die eine Maschine bei uns gekauft hat, nur um mit der Zwillingsnadel zurechtzukommen. Okay. Und
Und da gibt es ja auch so ein paar Tricks. Ne? Am Ende konnten wir ihr zeigen, sie muss die Maschine nicht zurückgeben. Ja, genau. So läuft. Wir konnten ihr aber zeigen, ja, was da halt wichtig ist beim Einfädeln und beim Einstellen der Fadenspannung, ja, und so weiter. Und dann war sie auch glücklich. Und dann war sie glücklich und ist überglücklich nach Hause gegangen und sagt beim Rausgehen, ach, sie hat ja eigentlich auch eine Cover. Ich so. Warum? So, weißt du was, sage ich dann noch so beim Rausgehen. Wir machen mal ein Coaching mit deiner Cover. Ja, genau. Mhm. Ah. Ja, manchmal weiß man, oftmals hat man was und weiß gar nicht, was man alles Tolles damit machen kann. Genau. Hier haben wir jetzt noch, bevor das gleich verschwindet, würde ich das auch so machen, wenn ich von außen ein schönes Ziergummi aufnähen möchte. Also pass auf, Ziergummi aufnähen. Habe ich gemacht und zwar in diesem Kleid mit dem Plissé, das hellen Mintfarben, was ihr in diesem Reel gesehen habt. Das hat einen Nachteil, du kannst den Gummi nicht mehr anpassen. Eben, wenn du ich wollte gerade sagen. Wenn du ihn festnähst, kannst du ihn nicht mehr anpassen. Du musst dann im Vorfeld dir die Gummilänge schon wirklich überlegen und gucken. Weil wenn das festgenäht ist, kannst du, wir können ja hier, wir nähen unser Gummi ja nicht fest, sondern wir machen ja nur einen Tunnel und können dann im Nachhinein auch noch an dem Gummi ziehen. Mehr raffen, weniger raffen. Wenn du es aufnähst, außen, was mit Sicherheit auch toll aussieht, ein schönes Ziergummi, dann musst du im Vorfeld die Raffung quasi festlegen, indem du die Länge deines Gummis drauf machst und das dann im Zug festnähst. Genau. Mit Zug. Mit Zug, ja. Und da musst du dann genau gucken, welcher Zug, dass es gleichmäßig gerafft wird, ja. Also halte ich für auf jeden Fall eine komplizierte Variante. Du kannst aber mit so einem Falzgummi, die ja auch sehr zier, eine große Zierde sind, ja, durchaus arbeiten und das auch als Tunnel aufnähen. Ja, und dann nochmal einen Flachgummi reinziehen. Warum nicht? Ja, ja, wobei, kann natürlich sein, dass die ein bisschen störriger sind oder so. Ja. Muss man einfach sehen. Ja. Also würde ich jetzt sagen. Am Ende ist der Tunnel doch das Einfachste, das auf deine Maße richtig anzuziehen. Weil wir haben keine Abnäher. Die Form um die Brust, also die schöne Rundung um die Brust, die kommt halt wirklich durch diese Raffungen erst raus, ja. Und das ist, da musst du halt zwischendrin einmal probieren. Also wir nähen hier jetzt ein Gummi nach dem anderen fest. Arbeite nicht immer Stück für Stück, verzichte jetzt auch auf die Nadeln, weil ich immer Stück für Stück einfach drauflege, festhalte. Und wieder ausrichte. So, wer näht denn mit? Ist jemand, der mitnäht und das so macht wie wir jetzt hier? Ich glaube, die meisten schauen zu, oder? Wie sieht's aus? Näht ihr mit? Schaut ihr zu? Seiten sind wahrscheinlich hochkonzentriert, unsere Mitnäher. Ne? Habt ihr Fragen? Wir beantworten gerne, also gerne immer zwischen rein fragen. Egal was. Muss jetzt auch nichts mit dem Kleid zu tun haben. Wenn wir jetzt gerade Zeit haben, können wir euch die Fragen beantworten. Sprechstunde quasi. Ich nähe mit, aber nähe Tunnelzug. Alles klar. Mhm. Wie kamst du mit der Anleitung zurecht? Die Kurzanleitung, die auf dem Schnittmuster drauf ist? Also ich habe die meisten, also Probenäherinnen, die fanden sie komplett ausreichend. Ja, ne? Kamen mit zurecht, ja. Ja, ich habe da jetzt auch kein anderes. Da näht noch jemand mit. Ich schaue zu und nähe hoffentlich am Wochenende. Sehr schön. Sehr gut. Die letzten zwei. Kämpfe mit Gummi und Zickzack. Oh, du kämpfst. Klappt es nicht so gut? Woran liegt's? Genau, absolute Anfängerin, schau zu. Kann ich dir das noch? Können wir dir noch was erklären, warum du mit dem Gummi kämpfst? Ich habe Probleme beim Ausmessen vom Halsausschnitt.
Also wir haben es ja vorhin erklärt, es ist nicht, also wir empfehlen jetzt nicht unbedingt ein Messen, sondern wir empfehlen dir wirklich mit der, ja genau, also du kannst jetzt natürlich nicht den Zuschnitt anhalten, weil du ja weißt du ja nicht, ob das, du willst ja nicht, vor dem Zuschneiden möchtest du gern wissen, ob es so passt. Also wir arbeiten ja mit einer Ateliersfolie, also einer Folie, die so ein bisschen kräftiger ist. Und wenn du die Folie dir einfach mal das Vorderteil an der Schulter oben anlegst und dann vorne, und dann siehst du ja eigentlich genau, wo dein Ausschnitt, wo der endet. Wenn es jetzt um den Ausschnitt geht. Und dann kommt da nochmal ein Bündchen oben, also ein Umschlag. Aber eigentlich ist das fast das Ende. Also man kann davon ausgehen, dass das die Tiefe ist. Und wenn dir das zu tief ist, dann kannst du da einfach Nahtzugabe dazugeben. Ich muss aber sagen, bei meinen Probenähern, ja, hatten nur die Schwierigkeiten, die eine größere Größe hatten, ja, oder haben, und dann aber gar nicht so viel Oberweite. Mhm. Ja, die haben halt von der Hüfte und so weiter eine größere Größe gebraucht, aber dann nicht so viel Oberweite. Und wenn du dann den größeren Ausschnitt passend zu der sonstigen Größe nimmst, macht es Sinn, da vielleicht eine Nummer kleiner, nur den Ausschnitt, also nur das, also nur die Höhe hier. Das Restliche, also nur das hier, einfach eine Nummer kleiner, da braucht ihr einfach nur ein bisschen enger zuschneiden, ja, da einfach an der kleineren Größe entlang schneiden, während alles andere macht ihr in eurer ausgemessenen Größe. Ja? Oder etwas mehr Nahtzugabe an der Stelle vom Ausschnitt, kannst du ja auch so sagen. Ja, also einfach mehr Nahtzugabe. Genau, weil ansonsten ist es ja schon so, dass die Schnitte, wenn ihr euch in der Größe ausmesst, passen sollen. Mhm. Ja, und dass die kleinen, feinen Anpassungen, über die wir jetzt gesprochen haben, wie zum Beispiel, dass der Gummi eventuell ein paar Millimeter drüber, drunter, was weiß ich, je nachdem, wie eure Oberweite ausfällt, halt angepasst werden kann. Ja. Ja, darüber sprechen wir, dass ihr es einfach optimal auf eure Figur machen könnt. Aber alles andere laut Maßtabelle sollte auch konform sein mit eurer Figur dann, ja? Sollte gut passen. Wenn du jetzt also sagst, ich weiß nicht, welche Größe du nähst, wenn du jetzt sagst, also wir nähen jetzt hier die 38, dann kannst du dich auch beim Ausschnitt an der 38 orientieren. Ja, es sei denn, du hast ausgemessen, dass du eigentlich eine 36 am Ausschnitt, also an der Brustweite bist und an der Hüfte halt eben eine 38. Genau. Ja, dann nimm lieber oben das Kleinere. Genau. Ja? Das ist die Einstellung. Dann haben wir hier noch eine Frage. Ich habe das Problem, wie viel Schrägband ich benötige für den Ausschnitt. Das Abmessen, da sind wir ja noch nicht, das kommt bestimmt, wir machen ja auch ein Schrägband gleich und das zeigen wir dann. Also noch ein bisschen Geduld. Also im Schnittmuster steht 10-15% weniger. Genau. Das kann man jetzt wenigstens sagen. Ja? Ja. Das steht ja auch in der Anleitung. Das gilt für Bündchen, wenn du Bündchen ansetzt, aber für Schrägband genauso. Wenn du jetzt kein elastisches Schrägband hast, das hatten wir vorhin auch schon, ne? Das Thema. Wenn du kein elastisches Schrägband hast, oder so wie ich bei dieser Wiesenvariante ja so eine Spitze angenäht habe, dann gibt es da auch nochmal Tricks. Die Weite, dass es sich schön nach innen anlegt und nicht so absteht, halt hier in der Ecke mit einer 90 Grad abzunähen. Ja? Dann genau. Kriegt es schon wieder mehr Form. Ja, und die Kundin bei mir, die hat, weil sie im Rücken ein bisschen auch wieder abstand, hat sie im Rücken einfach eine Falte eingearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass der Stoff im Rücken etwas aufbauscht. Welchen Stoff hast denn du benutzt? Also ein Jersey dürfte auf keinen Fall aufbauschen, der legt sich ja an. Der ist ja quasi gedehnt im Rücken. Denn, genau, es sei denn, du hast eine zu große Größe verwendet.
für dich. Ja, das können wir noch aufbügeln nachher, bevor wir das Schrägband reinmachen. Ich würde jetzt als nächstes die Seiten schließen. Genau, und ich erzähle es, ich zeige es euch nochmal hier. Also wenn ihr hier bei einer Webware, ja, hier oben quasi, auch mit einer Webware einfasst, dann hat meine Kundin hier eine Falte eingearbeitet, ja? Ja, einfach so eine Kellerfalte. Habt ihr bestimmt schon mal in einem anderen Schnitt gehabt, so. Und die ist dann nach unten und somit war es hier oben einfach ein bisschen enger und es hat nicht so abgestanden. Aber meine Variante hier, einfach ein Schrägband aus Jersey nehmen. Und dann hat es wunderbar geklappt. Ich habe nämlich da am Anfang auch überlegt, wie ich das mache. Also mit dem Jersey hier einfach ein bisschen gezogen, angenäht, wunderbar. Ja? Das könnte sein, dass es zu große Größe... Na, mach ruhig, ich kann alles gut. Du erzählst. Ja. Sehr gut. Du kannst ja noch das Schrägband zeigen. Was hältst du denn davon? Jetzt nähen wir die Seiten hier zusammen und zwar lassen wir jetzt aber immer, also ihr näht die Seiten und lasst die Gummis bitte immer noch frei. Also macht Stopp, verriegelt und fangt dahinter wieder an, weil wir wollen noch ziehen. Wobei ich bin da immer hingegangen, habe eine Seite durchgenäht und die andere Seite gezogen. Stimmt. Das können wir machen. Ja, also so habe ich es. An dem Ausschnitt können wir sowieso drüber gehen, weil wir da noch ziehen können. Genau, und an der Seite nehmen wir jetzt einfach mal durch. Also ich habe immer eine Seite komplett geschlossen und an der anderen Seite gezogen. Stimmt, so können wir das auch machen. Dann müssen wir nicht zweimal beide Seiten nochmal. Also ihr näht jetzt, ihr habt jetzt die Gummis alle aufgenäht oder euren Tunnel, also euer Schrägband aufgenäht, dann müsst ihr jetzt noch den nächsten Schritt machen und müsst das Gummi einziehen in euren Tunnel. Das wird jetzt, da sind wir jetzt ein bisschen schneller. Da sind wir ein bisschen schneller mit der Variante. Da können wir auch noch ein schönes Tool für zeigen. Mhm. Ja? Hast du so eine Durchziehnadel? Ja, da ist er. Dieses Ding hier, auch von Prüm. Oh, ja, 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 genau. Mit diesem Ding kann man jetzt wunderbar, auch wenn euch hier mal der Gummi irgendwie abhaut, ja, kann man jetzt hier in den Tunnel reingreifen, wenn ihr einen Tunnel genäht habt. Wir haben ja jetzt hier nur so einen Zickzack-Tunnel. Reingreifen bis zum anderen Ende, schiebt darüber und spannt den Gummi auf und zieht ihn einfach komplett durch. Es ist einfacher als mit der Sicherheitsnadel. Von die Durchziehnadel. Ja. Die haben wir natürlich, die gibt es bei uns zu kaufen. Sieht man es? Hier, die Nadel. Durchziehnadel. Ist auch gut für schmale Bündchen oder so Gürtel oder sowas vom Kleid mal zu wenden, wenn ihr euch einen Gürtel genäht habt. Und da ist ja dann vielleicht das schon ein bisschen anstrengender, das dann mitunter zu wenden. Und das ist dann auch, da benutzen wir die auch gern dafür. Ich habe gerade Spinat unter den Fingernägeln. Von der Pizza. So. Also wir nähen jetzt eine Seite zu und auch die Gummis gleichzeitig mit fest. Mhm. Wisst ihr, ich habe im Video noch gesagt, wir könnten mal über französische Nähte reden. Ne? Ja. Da würde man im Grunde dann viel Nahtzugabe machen. Das haben wir jetzt aber nicht eingeplant. Und würde hier innen, bei Hemden habt ihr das ganz oft, und würde hier innen im Grunde auseinanderklappen, eine zurückschneiden und das andere drüber klappen, auch nochmal umwenden und dann absteppen. Dann hättest du innen drin eine ganz... Keine Versäuberungskante mehr. Genau, richtig. Würde dann ganz fein aussehen. Hast aber an der Seite dann nochmal so eine zarte Naht. Ja, ja. Genau, das ist so... ja, das wäre Französisch. Wäre auch eine Variante für dieses. Ist aber... mehr Aufwand, damit es von innen schön aussieht. Genau. Ist jetzt wieder die Frage. Also ich habe früher auch meine, war auch immer faul bei Jacken zu füttern innen. Mittlerweile, weil ich dann immer gedacht, das sieht man doch innen eh nicht.
mittlerweile bin ich da total, ja, mag ich das. Und ich mag auch, wenn ich meine Jacke aufklappe und die hat ein schönes Innenfutter. Ja, vielleicht sollte ich mal so eine Naht probieren und mag das dann auch, obwohl es viel mehr Aufwand ist. Man weiß es nicht. Man kann es ja mal probieren. Also ich nähe es jetzt erstmal zu. Ich habe noch überlegt, wenn es Maxi ist, dass man vielleicht einen Schlitz braucht. Mhm. Aber ich würde das erstmal zunähen, weil... Kannst du auf der anderen Seite. Ja, kann man es ja nochmal... So, jetzt haben wir eine Seite komplett geschlossen. Und auf der anderen Seite machen wir es jetzt so, wie es Nadja gesagt hat. Wir nähen zu, lassen aber immer noch die Gummis offen. Offen, ja. Also, weil ihr wollt daran ja noch ziehen. Genau. Wenn ihr es schafft, könnt ihr auch daran vorbeinähen. Habe ich aber auch probiert, weil dann löst sich, also bei mir zumindest, würde sich dann hier diese Tunnelzugnaht lösen und dann habt ihr irgendwie hier keine Raffung mehr. Ist blöd. Deswegen habe ich aufgehört davor. Wir nähen dann einfach später, wenn wir die Gummis gerafft haben, nochmal drüber. Zwei Nähte nochmal schnell drüber genäht. Schön gucken, dass die Gummis immer auf den Gummis liegen. Und dann geht's los. Über den Ausschnittgummi könnt ihr wieder drüber nähen. Weil den ziehen wir am Ausschnitt. Genau, den ziehen wir am Ausschnitt. So, jetzt also aufpassen, davor verriegeln. Genau, Gummi aussparen. Zack. Den habe ich jetzt hoffentlich nicht getroffen, den unteren. Doch. Ja, ist fest. Warte, ein Nahtauftrenner, ich assistiere. Bisschen verrutscht. Dabei dachte ich, ich habe das so gut gesehen. Hm? Zack. Also, voilà. Jetzt aber. Und danach geht's weiter. Und jetzt geht's bis runter. Genau. Man muss da gar nicht viel aussparen, ihr seht es. Sorry. Alles gut. Also immer Fragen zwischen reinstellen, gell? Wenn ihr Fragen habt, gerne. Wir nähen jetzt Füßchen breit, schön einmal bis runter. Dann werfe ich es über und dann kann die Säge mir helfen. Zu ziehen. Und auch nochmal, es ist wirklich ein Kleid für alle Größen, ja? Also es sieht auch in großen Größen wirklich sehr schön aus. Ja, auch für Leute, die wenig haben, wenig Tüten haben, ja? Wie auch mit großen Tüten. Das haben jetzt unsere Probenäher alle durchweg die Bank bewiesen, ja? Also wir hatten ja sogar ein Teenie dabei, ja? Die auch ganz goldig variiert hat. Die hat zum Beispiel vorne gar keine Nähte gemacht, sondern nur hinten gerafft und das sah auch ganz gut aus. So, okay. So, kommt zusammen unten. Und unser Kleid ist einmal geschlossen. Jetzt. Willst du das zeigen, wie ich mich hier nackig mache? Ach so. Zeige ich euch hier mal die Tür. Kennt ihr die Tür von unserem Reel? Geht auf und zu die Tür. Hier wurde er gedreht. Schaut. Oh, ne, die Tür geht gar nicht zu. Ich kann ja mal rausgehen. Mach die Tür. Hast du nicht gesehen? Zu. Werkstatt. Und die Tür geht auf und das Kleid. Sehr schön. Also ich habe noch die Hose drunter. Ja. Also so sieht es aus, wenn ich es nicht raff. Ja? Ja. Aber ihr erkennt schon die Form. Genau. Und jetzt kann ich anfangen. Und jetzt wird gezogen. Jetzt wird gerafft, so wie ich es gerne hätte.
Ja? Bei der Variante machen wir erstmal beide Seiten hier. Nicht, dass ich mir zu sehr die eine, dann die andere nicht mehr. Also ihr seht, ihr könnt das Kleid jetzt komplett auf eure Form bringen. Ja, und mal selber gucken hier im Spiegel. Sieht sehr schön aus. So. Und jetzt hier, welche Seite war die offene? Da. Warte mal, kriegen wir es nicht so raus? Meinst du rausziehen? Guck, die Gummis. Ja, ja, hier einmal. Mhm. Der eine und der andere. Und der andere auch. Jetzt könnt ihr die Gummis nämlich einfach hier so ein bisschen rausziehen. So, einmal. Und oben nochmal. Und auch das jetzt so raffen, wie ihr es möchtet. Das ist für, genau, für euch. So. Und ihr seht, ihr braucht noch nicht mal jemand. Also ja. Ihr könnt es wirklich selber machen. Ja? Ja? Mach mal vorne hin. Da muss man natürlich hier. Jetzt musst du ein bisschen genau verteilen. Wobei du natürlich auch noch sagen kannst, dann später, also wenn du jetzt das Verteilen kannst du auch noch machen, dann später, ja? Wenn du jetzt die Stärke, genau. Also das wird dann alles verteilt. Das kannst du auch noch im Nachhinein machen. Das Gummi ist irgendwo angenäht. Ich hab's getroffen. Mist. Das muss ich nochmal lösen. So. Das hintere, untere Gummi muss ich nochmal lösen. Also irgendwo habe ich doch das Gummi getroffen in meinem Tunnel. So, also. Das andere hat super funktioniert. Ja? Zack. So wie du dich wohlfühlst, kannst du das jetzt hier machen. Halt mal in den Spiegel dein. Ja, vielleicht kannst du mal gucken, an welcher Stelle das. Das ist nämlich gleich hier vorne. Ja, genau. Ob du das da lösen kannst mit dem Nahtrenner. So. Jetzt kann ich die Raffung hier natürlich noch schön verteilen. Und ihr seht, wie schnell das tatsächlich genäht ist, ja? Es fehlt am Ende nur noch der Ausschnitt. Ich lasse sogar mal die Länge mal runterfallen. Beweg dich mal nicht, ich wäre nicht in den Stoff rein. Es geht nicht, oder? So. Sag mal. Hoch. Siehst du es? Der Stoff ist super schön, ja, der ist total schön. Ein Mind the Maker. Viskose. Eco Vero Viskose. Haben wir auch in anderen Farben noch. Auch die anderen Farben sind total schön. Und Silke, ja, also da hat alles gut gelaufen bisher, ja? Nur an der einen Stelle. So, hast du's gelöst? Darf ich mir dann, ja. Müssen wir nur noch mal einen Zickzack neu machen, nur an der Stelle, wo. So, wo er sich war ganz hier am Ende. Ja, sehr so. Schön. Oh, das sieht schon gut aus. Das Kleid in lang ist wunderschön, ne? Genau. Und dann schaut mal, ja, also ich meine, ganz simpel, ja, ihr habt es gesehen. Ohne die Raffung ist es wirklich nur ein Kleid mit überschnittenen Ärmeln und erst die. Und es ist weit, ja? Erst die Raffung bringt es euch körpernah, ja? Ja. Genau. Deswegen traut euch ruhig, hoch, jetzt wollte ich mal von hinten zeigen, deswegen traut euch aber auch ruhig, ja, mit der Größe nicht eine Nummer größer unbedingt zu nehmen, weil der Schnitt ist ja weiter kalkuliert als eure Größe, ja, sondern traut euch ruhig. Genau. Besonders bei Jersey dann auch. Ja, bei der Tencel oder jetzt bei einer Webware, dann ist es ja auch wirklich so, dass wir an den Seiten zwei
Zentimeter genau. mehr Nahtzugabe dazu geben. Wenn ihr jetzt Tunnelzüge habt, dann rutscht der Gummi natürlich, je nachdem wie breit der Tunnel ist, auch schneller wieder rein. Ja, bei dem Zickzack hält es hier jetzt echt extrem gut. Ja? Aber auch da könntet ihr jetzt einfach hingehen und hier ja, mit einer Klammer fixieren, wenn ihr euren Wunsch habt und dann rausziehen. Also und muss man auch ein bisschen verteilen, ne? Ja. Das aber Ganze, es geht jetzt erstmal um die Ganze. Aber ihr seht schon, es ist nicht zu viel Stoff. Nee. Okay. Ja. Nee. Der ist durch die Raffung, liegt er dann hier auch an. Ihr müsst halt ordentlich auch hinten raffen, gleichmäßig vorne hinten. Wenn ihr nur vorne rafft, habt ihr natürlich hinten zu weit. Also ihr versucht die Raffung auch vorne wie hinten gleichmäßig zu verteilen. Ja. Ja, dass es dann halt auch da Raffung gibt. Ja, und dann machen wir jetzt noch Schrägband. Genau. Ja. Und schwuppdiwupp habt ihr ein Kleid, womit ihr... Fertig, genau. Und noch umgenäht. Womit ihr und fertig. Ja, ja, schaut. Ja. Auch jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass du einen Bauch hast, aber auch für Schwangere, ja? Ja, für wunderbar geeignet, ja? Ich habe also auch Empire-Kleider ja. in der Schwangerschaft total gut. Genau. Und natürlich habe ich einen Bauch. Ja, wir haben ja auch eine gute Pizza gegessen. Natürlich habe ich schon Bauch. Genau, also. Ja, ich, also es, ja. es umspielt einfach total, total schön ja, ja. auch diese Zonen, ja. Ja. Die, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine schöne Figur habe, ja. aber als Mutter von zwei Kindern ist auch hier nicht alles so. Und es ist aber auch nicht so weit wie jetzt zum Beispiel eine Nelina. Also es ist schon ein bisschen gerad geschnitten. Ja, also sehr schön. Also wir machen jetzt wieder die Tür zu. Ja. Achtung, ihr seht. Tür zu. So, jetzt warten wir wieder die Werkstatt. Das stand da wirklich schon vorher dran. Fand ich total schön, als ich hier eingezogen bin, weil es so gut gepasst hat, dass das die Werkstatt ist. Und ja, jetzt warten wir auf unser Kommando. Und die Tür geht wieder auf. Oh, ganz anderes Outfit. Da ist sie. Tada. So machen wir unsere Reels. Nur schneiden wir die dann immer ganz schnell hintereinander. Genau. Also jetzt haben wir ja alles fixiert. Können genau. wir jetzt einmal die Gummis mit der Nähmaschine fixieren. Jetzt nähen wir die Gummis fest. Genau. Und können ziehen sie wieder auf unsere Seite. Nähen sie fest, nähen also die kleinen Löcher zu und können dann im Nachhinein unsere Gummis abschneiden. Genau. So. So. Zack. Und wie gesagt, das mit diesem Zickzack-Tunnel, da der Gummi jetzt von alleine schon nicht mehr wegrutscht, ist das echt super easy, ja? Genau. Jetzt können wir, nähen wir das fest. Und unser Kleid ist fertig. Fast? Fast. Du zeigst den Jersey-Ausschnitt. Den Jersey-Schrägband-Ausschnitt. Ja. Und obwohl das eine Webware ist, habe ich mich jetzt hier auch für einen Viskose-Jersey-Schrägband, weil das so schön glänzt. Genau. Weil ich hatte nur Webware, Baumwolle und die glänzt nicht so schön, weil das ist ja auch eine Viskose. Und wir nähen aber noch die Gummis am Ausschnitt auch fest. Ja. Ja. Genau. Die kann ich bitte abschneiden. Genau, einmal alle Gummis abschneiden. Und ihr braucht auch im Vorfeld kein Gummi, die Länge oder irgendwas euch zu überlegen. Einfach ganz normal festnähen und dann später die Gummis, überstehenden Gummis abschneiden. Jetzt nähen wir noch oben unser Ausschnitt. Nähen wir noch fest. Hier ist Gummi. Das Gummi. Wenn ihr Fragen habt, gerne, gell? Beantworten wir euch. Immer munter drauf zu. Ja, und wenn ihr sowas nachmachen wollt, auch, ja? Ja, genau. Stöffchen und Schnitt und so weiter gibt es noch die Woche bis mit 10%, ne? Und wir hatten es ja auch, vorhin hatte ich die Anfragen wegen dem Video. Das Video ist jetzt auch noch diese Woche online und dann findet ihr das Video auf unserem Schnitt. Ja? Genau. Und wer jetzt den Schnitt schon hat ohne Video, kann gerne nochmal entweder beim nächsten Besuch vorbeikommen, dann drucken wir euch da
den QR-Code aus oder wem wir es geschickt haben, dann schicken wir euch gerne auch eine E-Mail mit dem QR-Code. Also dann einfach bitte nochmal kurz uns kontaktieren. Dauerhaft, genau. Ja, dann habt ihr es dauerhaft. Ich würde jetzt einmal kurz diese Schulternähte bügeln. Weißt du was, Silke? Dein Arm ist doch schon so schwer, oder? Ich fange auch gerade wieder an zu schwitzen, weil es ans Bügeln geht. Silke liebt doch Bügeln. Ja? Ah, da muss ich ja doch die Lieblingsbeschäftigung jetzt mal übergeben. Du hast dich auch heute so wenig gezeigt schon. Ja, muss ich das, soll ich das hier auch bügeln? Oh ja, wenn du schon dabei bist. Ah. Also Silke bügelt jetzt die Seitennähte. Schön. Wichtiger wären jetzt auf jeden Fall die Schulternähte, weil wir ja da die... Ja, aber wenn wir jetzt schon am Bügeln sind, ist das an, ja. Ja. Wenn wir am Bügeln sind, dann... Dann machen wir das natürlich jetzt auch alles. Ja. Auch das ist wirklich was, was ich jetzt erst, weiß nicht, wirklich auch viel Wert drauf lege, aufs Bügeln. Absolut. Ja, Isabel, die Isabel wundert sich immer, dass ich... Hast du schon gebügelt? Also natürlich. Muss man doch bügeln. Ah, ja, muss man bügeln. Weil ich war da so schon ein bisschen... So, hier haben wir... Unsere Gummistellen. Genau, richtig. Die, das Überstehende von der anderen Seite, das können wir nachher noch wegschneiden. Genau, ihr könnt die Gummis auch gerne doppelt sichern, indem ihr jetzt halt hier einfach nochmal gegennäht, wenn ihr wollt. Je nachdem. Hast du da jetzt keine Falte? Das können wir gleich machen. Nochmal. Jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. Da haben wir auch noch. Also ich bin ja total begeistert, dass du auf dem Cover, dass du ein Covergirl geworden bist. Gell? Okay. Okay. Aber ich habe nachgelesen, ich wollte erst Covergirl schreiben. Weißt du, was das Covergirl hat? Die Bedeutung... Ein Titel. Titel. Ja, aber Covergirl ist auch eine Frau, die für Männer sexuell anziehend oder irgend sowas... Na, ja, nee, das schreibe ich jetzt nicht. Musst du mal gucken, musst mal googeln, was Covergirl bedeutet. Also, ich bin einfach auf dem Cover. Genau, du bist auf einem Deckblatt von einer, von einem, was ist das? Von Zuleg, von einer... Stoffpräsentation. Ja, genau. Ja, genau. Also, alle Stoffhändler, die jetzt bei Zuleg den geilen Stoff bestellen, ja, die sehen ein Probestück vernäht, das Bild von mir. Wow, du bist ja eine Berühmtheit jetzt. Oder? Kriege ich ein Autogramm heute von dir? Nicht nur bei Insta, sondern auch noch auf dem Cover. Also unfassbar. Ist doch super. Ich bin stolz auf dich, Silke. Oder? Wir werden noch groß rauskommen. Ging das von der Weite jetzt ohne Schlitz? Ja, Sabrina, es ging. Ich muss sagen, ich finde sogar für diese Form des Kleides schöner. Weil es hat diesen wirklich, wenn du mal googelst, Empire-Kleid, das ging ja wirklich auf die Josephine, deswegen auch der Name von Napoleon Bonaparte zurück. Und die haben wirklich sehr, sehr eng unter der Brust diese Abnäher auch gehabt. Und dann ging das schmal nach unten. Es ging gar nicht weit, sondern sehr, sehr schmal nach unten, sodass die Frauen auch gezwungen waren, nur kurze feminine Schritte zu machen. Ja? Mhm. Aber ich Bauerntölpel kann auch trotzdem. Ja? Sagen, wenn du eine Treppe, wenn halt du eine Treppe hoch so gehst, dann kannst du das Röckchen auch noch Waffe. Ja? So. So, Dilly. Jetzt haben wir alle gebügelt. Alles gebügelt. So. Und dann habe ich dieses schöne viskose Jersey-Band hier. Und es glänzt viel schöner. Kann man das jetzt hier auf der gut erkennen? Es glänzt so leicht, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Und es passt wieder perfekt zum Stoff. Genau. Und ich gehe ja dann einfach hin und lege das einfach mal so auf. Ja? Hm. So. Ja, ich komme von der anderen Seite. Ja? Mhm. Und so. So mache ich mir das immer. Ja, ich lege es mir jetzt einfach mal hin. Mhm. Und nehme dann ein Gummibärchen
zwischendrin. So, das wäre jetzt meine Länge. Mhm. Ja? So. So meint sich das aus. Kannst du natürlich auch gleich mit deinem Maßband machen. Ich mache es jetzt immer so und sehe dann, dass ich hier jetzt eine Länge von 84 hatte. Mhm. Ja? Und jetzt hatten wir ja in unserem Schnittmuster angegeben, dass wir jetzt ja, reduzieren. Was hast du als Vorschlag gemacht? 10 bis 15. 10 bis 15 Prozent. Natürlich würde ich die 10 bei, ich würde 10 bei Webware machen, mhm. Ja, weil du willst ja nicht zu arg Falten da reinmachen. Mhm. Bei Jersey würde ich eher 15 Prozent machen. Ja? Ja. Weil Jersey ist elastisch. Also, was hatten wir gesagt? 84. Also 8,4 weniger. 8,4 weniger sind wir bei 75. Ungefähr. Ungefähr. Ja, also schneiden wir uns jetzt von unserem Schrägband ungefähr 75 ab. Ja, wie machst du das mit dem Schräg zusammennähen? Ja, also ich habe gerade eben geguckt, ich mache es mal so und mal so. Eigentlich habe ich es jetzt hier gerade zusammengenäht. Hast du gerade zusammengenäht? Ich habe es gerade zusammengenäht. Wollen wir den Trick mit dem Schrägen? Manchmal lasse ich es aber auch ineinander übergehen. Ah ja, ja, das geht auch. Das geht aber, auch. Aber also ich lasse es am Stück und nähe es nicht zu. Hä? Ich lasse es ohne zusammengenäht. Und lass es dann bevor du abschneidest. Und das Schräge aufeinander nähen, damit du keine so eine dicke Wulst hast, wenn die sich treffen? Ja, dann musst du es halt jetzt hier schräg abschneiden. Hm? Ja, ich mache das immer. Wie machst du das? Ich lasse es immer ein bisschen länger, aber ich muss halt, weil, um dann dieses Übereinandertreffen hinzukriegen. Aber dann muss man natürlich die 75 halt. Ja. Die 75 halt markieren. Hm? Ja. Dann markiere ich jetzt die 75, die ist hier. Genau. Und dann brauchen wir einen Tick mehr, vielleicht so 5 cm, 10 cm mehr. Und dann schneidest du es jetzt hier schon schräg ab oder gerade? Nee, ich schneide es noch nicht schräg ab. Ich mache das erst später. Also du machst jetzt einfach so ein bisschen mehr hier so? Nee, schon ein bisschen mehr. So? Mhm. Okay. Dass ich einfach ein bisschen Luft habe, das dann sauber aufeinander zu legen. Ja. Ja. So. Und dann nähst du das auch so: Schrägband innen zuerst an und dann außen überklappen. Mhm. So, und dann nähe ich den Anfang, wenn wir den Treffpunkt hinten haben wollen. Genau. Also, worüber wir jetzt gerade diskutiert haben, ja, bei all dieser Verwirrung, damit ihr noch mitkommt. Wir haben diskutiert darüber, wie man Schrägband, wenn die sich treffen. Ja, Schrägband ist ja vierfach gefaltet. Dann wird noch ein Stoff dazwischen gefaltet. Und wenn ihr Schrägband vierfach aufeinander trefft, gerade zusammennäht, habt ihr nachher eine achtfache Stoffdicke plus den Stoff, der dazwischen ist. Jetzt muss ich mal schmulen, wie du es gemacht hast. Ich habe es gerade. Und sie hat es jetzt hier gerade zusammengenäht. Und dann kriegst du so eine Wulst, ja, so eine dicke Nahtwulst. Jetzt haben wir aber einen feinen Stoff, das wollen wir nicht. Und wie kann man das verhindern? Und darüber, ja, das machen wir jetzt mal. Wie kann man das verhindern? Indem wir das Schrägband auch schräg zusammennähen. Also im 90-Grad-Winkel. Dadurch verschiebt sich diese Vierfachlage von einer Seite auf die andere und du hast einen flacheren Treffpunkt der beiden Enden. Ja? So, und da fange ich immer an, Silke fädelt gerade schwarz ein, da fange ich immer an, dass ich ein bisschen hier hinten soll sich treffen, dass ich so 5 cm Luft lasse. Ich markiere mal die Mitte. Ja, markiere mal die Mitte. Ich markiere mal die Mitte. So. Genau. Dann kommt es von dann kommt es hier von innen ran. Ja, ungefähr, du brauchst ja irgendwas zum Überlappen. Also ich klappe es auf. Genau, ja, und fange aber erst hier an zu nähen und lass das bisschen noch
locker, weil ich muss nachher dieses schräge Aufeinanderlegen noch hinkriegen. Ja? Zack. Mit der Nadel. Genau. So. Und dann können wir hier einmal ringsherum legen. Jetzt gerade mal ein bisschen mit dehnen müssen, ja? Genau. Wir wollen ja am Ende nachher so aufeinander kommen. Deswegen können wir das jetzt einmal kurz stecken. Einmal kurz stecken, damit wir das gut verteilen können. Oder wir machen von Anfang an den Kreis zu, so wie im Bündchen. Das geht auch. Das ja, so habe ich es ja gemacht, nur habe ich es halt nicht. Da hast du die Nadel, da war die Nadel drin. Ja. So. Genau, dann können wir natürlich drauf achten. Jetzt muss ich noch drauf achten, dass das vielleicht sogar besser damit, weil das von Anfang an gut verteilen könnte. Das was. Du darfst nur jetzt nicht verdrehen. Da müsst ihr jetzt drauf achten, dass genau. Man nicht verdreht. Und dann müsst ihr die Enden rechts auf rechts legen. Ja? Und zwar in so einem Winkel. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier die Nadel, die 75 cm müssen genau in der Mitte sein. So, und danach, deswegen brauchst du noch mal ein paar Zentimeter mehr. So. So, ist jetzt direkt in der Mitte. Genau. Du führst die Kamera. Und dann ist immer wichtig, wenn ihr das so macht, wie ihr näht. Ihr näht, wenn das euer Kreis ist, ja, ihr näht quer hier rüber. Ja? Ja. So, und zwar von der Ecke über diesen Punkt hier vom Knick, dann darüber den Punkt und da raus. Also so wie die Nadel jetzt steckt. Ich kann einmal quer durch. Einmal quer durch und dann kann der Rest abgeschnitten werden und wenn ich es dann auseinanderklappe. Ja. Ja. Ich glaube, so ist es in dem Fall am geschicktesten. Genau, bevor ihr es nachher rumfummelt, weil ihr es nicht auseinander... Und wenn ihr es dann so auseinanderklappt, seht ihr, was dann passiert? Ja. Dann habt ihr hier eine etwas dickere Stelle und hier eine dickere Stelle und in der Mitte ist aber nicht so viel. Ja, also wie wenn ihr es gerade zusammennäht. Ja, und alles, was übersteht, das hatten wir jetzt ja mehr zugeschnitten. Schneiden wir weg. Genau, richtig. Also, einmal schräg 45 Grad. Jawohl. Bei diesem hauchfeinen Schrägband, echt. Das ist, ich weiß auch, ja. Ist jetzt gut, wir zeigen es so. Wobei bei diesem Hauch hätte es vielleicht gar nicht so einen dicken Rutsch gegeben. Ja. Aber jetzt haben wir es euch mal gezeigt. Aber das ist auch für, gilt ja auch für andere Schrägbänder. Ja, ja? Auch für Webware-Schrägbänder. So, ja, so soll es rauskommen. Dass ihr das schräg habt und wenn ihr jetzt halt einfasst, ist es nicht mehr so eine dicke Wulst. Ja. Ich schneide jetzt alles Überstehende ab. Zack, und dann können wir es im Grunde jetzt festnähen. Auch gut verteilt festnähen. Meistens mache ich es on the go, weißt du? Ich nähe das Ding an und schließe es dann erst, wenn ich am Ende bin. Aber hier. Okay, also dann hier die Mitte. Und das ist dann genau, halt so, und wir nähen so jetzt einmal hier. Das erste fest. Richtig. Das könnte man jetzt nochmal bügeln. Ja, das können diese Nahtzugabe genau auseinanderbügeln. Zack. Das kriegen wir aber jetzt auch ohnehin. Ja, so. Das ist ja nur dieses kurze Stück. Und dann, wie machst du es? Ich nähe ja Schrägband grundsätzlich nicht in dem Knick. Nein, ein Stück weiter oben. Ein Stück weiter oben. Genau. Warum? Ja, damit man die Naht dann später nicht zieht. Damit man diese Hilfsnaht, die ja jetzt beim Umklappen dann entsteht, also... Ne? Genau, also wir nähen zwischen der Kante und der oberen Kante. Da zwischendrin bewegen wir uns mit unserer Naht. Ja, jetzt wieder Mitte auf Mitte. Ne? Und jetzt markieren wir uns so ein paar Eckpunkte, dass wir gleichmäßig dann das Band auch gezogen haben. Das ist diese... Vierteltaktik, die ja auch vom Rock, vom Bündchen am Rock oder unten, egal wo, kennt. Ja, genau, auch sonst an Halsausschnitten oder sowas oder Pumphosen oder sowas kennt. So, Silke, dann darf ich dir wieder übergeben. Du bist so toll. So, jetzt können wir das nochmal wieder hier losmachen. Ja. Jetzt können wir uns das hier auch nochmal
Boah, das ist aber auch wirklich ein... Ein flutschiges Ding, ne? Ja, aber ich weiß schon, es ist einfach... Du das machen lässt. Super edel. Das Viskose. Viskose zu Viskose. Viskose in der Hose. Ne? So, also ich habe mir jetzt das Schrägband auch nochmal geviertelt. Hm? Genau. Und dann passt's. Habt ihr Fragen? Patchwork. Bob Christine sagt Patchwork. Was meinst du mit Patchwork? Binding. Ja, Binding. Ja, genau, Binding. Ja, das ist immer so. Ganz genau, da kann man's, da braucht man das auch, ja. Wenn du da so ein dickes Binding hast, was dann irgendwie so, dann liegt sich ja auf der Decke auch nicht schön. Ja? Sieht dann irgendwie, verschwindet fast mit diesem schrägen Zusammennähen. Ich muss echt gucken, dass wir das jetzt nicht verdrehen. Mhm. Aufklappen. Und dann können wir ich freue mich schon auf dieses Kleid. Kannst du dann morgen noch mal? Was, Resili? Öl? Hm? Was meinst du? Öl? Das musst du noch weiter ausführen, was das mit dem Öl zu tun hat. So, das ist jetzt ein bisschen... So, ich habe jetzt meine vier Punkte aufeinander gebracht und jetzt kann ich immer in dem Bereich ziehen. Hm? Ja, also immer in den Bereichen kann ich ziehen. Genau, das Schrägband auf die... Alle Nadeln, ich habe es jetzt mir... Da ist noch die Nadel drin, da fange ich jetzt an. Und jetzt nähe ich in dem oberen Bereich. Ja, also nochmal nicht genau im Knick, sondern zwischen dem Knick und der äußeren Kante. Es ist eine Hilfsnaht jetzt, die nur erstmal das Schrägband mit dem Teilchen von innen, was lachst du? Du, was hast denn geklopft an deinen Wein? Ah ja, da war eine Fliege drin. Ach so, die habe ich rausgeklopft. Gesagt. Machst du hallo, das nicht so? Hallo zu deinem Weinchen. Das sage ich auch manchmal. Hallo Wein. So. Schön ziehen in den Bereichen, gucken, dass die Nahtzugabe alle schön wegliegen. Haben wir schön gebügelt. Beim Ziehen dreht sich das jetzt so ein bisschen nach oben. Man müsste halt immer mal wieder anhalten und gucken, dass es bündig ist. Dann wieder bis zur nächsten. Gucken, dass wir den Stoff, dass der aus dem Weg ist. An der Naht und im Viertel. Einfach so, und das gilt eigentlich für vieles, einfach so vorarbeiten, ja? Ja, manche sagen ja, sie möchten das lieber nur in einem Schritt machen, das Band gleich umklappen um die Kante. Und dann in einem Schritt festnähen, aber das also hier hilft wirklich die Liebe zum Detail und das vorher fixieren, dass das nachher wirklich ein schönes Ergebnis ist. Und ich bin da ehrlich gesagt, ich bin Fan von Schrägband. Ich mag Schrägband total gerne. Ja, weil wenn man die Technik einmal raus hat, dann wird es auch echt schön und da macht es Spaß. Ein Schrägband hat manchmal eine etwas feinere Optik als ein Bündchen.
Stimmt. Ja. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann wird es auch immer besser. Genau. So. Einmal fertig. Jetzt haben wir es da festgenäht und jetzt wird es umgeklappt. Umgeklappt, genau. Ja. Und da, und das macht man natürlich außen. Ja, jetzt kommt die wichtige Naht, die hübsche, die man sieht. Ja. Wenn man jetzt irgendwas auf der Rückseite nicht exakt trifft, ja, was jetzt aber einfacher ist auf jeden Fall durch das Vorfixieren, dann sieht man es aber wenigstens nicht auf der Rückseite, auf der Innenseite. Genau. Und das, also könnt da könnte ein bisschen entspannt sein. Deswegen näht es immer erst von innen an und dann von und zum Schluss die Seite, die man sieht. Ja, die Abschlussnaht, die man sieht. Ich muss da hoch. Hast du mehr Licht, ha? Nee, auch besser liegt. Ich stecke jetzt gerade nur einmal hier um, ja? Aber dann liegt es jetzt besser. Mhm. Weil dieses Schrägband doch ein bisschen flutschig ist. Genau. Reichen die Nadeln? Hast du jetzt hier auch was? Da haben sich ja ein paar von meinen. Nee, die habe ich. Hast du jetzt auch, ja? So. Ach, herrlich. Hm? Es wird schön. Es wird schön. Mhm. Welchen Reuser am Fuß hast du? Hast du auch den 6 mm? Bestimmt. Vielleicht nicht hier. Kannst ja schon mal gucken. Aha. Sag mir mal, wo ich gucken soll. In der Kiste. Ah. Okay, das ist der 2 mm. Moment, habe ich ihn hinten. Es ist ein Sonderzubehör auf jeden Fall. Das ist ja nur das ist für die kleine Maschine. Ja, okay. Da muss ich die gleich holen. Ja. Gut, soll ich weiter stecken und du holst? Ja, und die Kamera? Ach so. Ist da noch jemand? Kameramann? Also, hier ist eine gute Frage. Nehme ich das Schrägband mit einem normalen Gradstich? Oder muss dieser bei Jersey elastisch sein? Du kannst es mit einem normalen Gradstich machen. Durch den Zug, den du ja drauf hast, ja, erhöhst du so ein bisschen den Loop, den dieser Stich macht. Und bitte mach die Stichlänge, erhöhe die auf 3 bis 3,5. Ja? Auch da ergibt sich dann ein größerer Loop und dann eine gewisse Weite, ja. Dadurch, dass der Ausschnitt eh sehr weit ist und kein großer Zug dann drauf ist, brauchst du da keine erhöhte Elastizität. Aber grundsätzlich auch für andere Projekte kannst du das so machen. Stichlänge erhöhen und mit dem Zug ergibt, wird der Stich sozusagen lockerer, ja. Und wenn er lockerer ist, bewegt er sich auch besser mit. Ich hoffe, das war verständlich. So, gesteckt. Gesteckt. Ja. Und ihr seht, dass wir auch fast immer hinten, ja, die Nadeln kommen da raus, fast immer erwischt haben, ja. Das kann man jetzt auch nochmal hier prüfen, ja. Mhm. Ansonsten korrigierst du. Hm? Oder was? Ja. Ja. Weil du sagst fast. Nee, haben. Gut. Immer. Ja, mal ein bisschen weiter oben, mal ein bisschen weiter unten, aber immer nicht. Wo fangen wir an? Muss ich mal hier hinten. Oh, ist das schon, wenn das Kleid so lang ist, gell? Ist halt viel Stoff, ja. Ja. Und jetzt nähen wir knappkantig. Knappkantig, genau. An der der offenen Kante, ne? Ja. Logisch. Also ihr näht das. Ich zeige es euch hier. An dem Schrägband.
knappkantig jetzt an dieser Kante wird das Schrägband festgenäht. Weil schwarz sich so schlecht filmen und fotografieren lässt, habe ich es euch lieber da gezeigt. Aber ich glaube, es wird hier auch deutlich, ne? Mhm. Ja? Jo. Kann ich loslegen? Gib Gas. Sieht man jetzt eh nicht. Ich pass mal auf mit dem Rotwein hier, ne? Auf dem weißen Kalb. Das käme gut. Mhm. Ich bin da ja auch so talentiert für, ne? Mhm. Wenn einer was umschmeißt, dann du. Wer näht denn jetzt mit? Erzählt mal, wo seid ihr denn? Kommt ihr mit? Ist alles verständlich? Ist alles easy? Wer hat denn Lust, das nachzumachen? Wer jetzt noch nicht? Wer jetzt noch nicht mitnäht oder wer es noch nicht genäht hat? Sprecht mal mit uns. Silke möchte erzählen. Ich? Ja. Was soll ich denn erzählen? Was hast du denn eigentlich für eine hübsche Jacke an heute? Hm? Ja? Ich heute Morgen schon fotografiert. Nee, gestern Abend fotografiert. Stimmt, habe ich gesehen. Bild. Ja. Da ich ja nach Dänemark in Urlaub fahre, dachte ich mir, mache ich mir mal schon die passende Jacke. Für Andis. Dort oben ist ja eben, in Dänemark ist ja bestimmt kalt. Gehe ich davon aus. Ich gehe schwer davon aus, dass es kalt ist. Passt gut. Und die Anker und so und an die See, das passt dann ganz gut, habe ich mir gedacht. Ja. Genau. Okay, Sabrina braucht noch Stoff für eine lange Variante. Mhm. Naja. Da hast du ja jetzt hier vielleicht schon eine gewisse Inspiration. Ja, genau. Wenn du, Jessica, wenn du die Nadeln dann steckst, wenn du das umklappst, dann müssen die Nadeln, wenn du es knappkantig machst, halt auch innen auf dem Schrägband sichtbar sein. Ja, also die sollten dann beide Seiten vom Schrägband gut treffen. So, hier. Grundsätzlich, Dominik näht mit. Grundsätzlich komme ich gut voran. Lol. Aber der Zickzack sieht am Vorderteil so, zieht sich am Vorderteil so doof zusammen. Also, es zieht den Stoff zusammen. Mal schauen, ob es arg schlimm aussieht. Nee. Keine Angst, Dominik. Guck mal. Das, hast du denn, aber warte mal, wenn es den Stoff zusammenzieht, hast du dann den Gummi auch drunter gelegt? Weil der Gummi, der macht ja, dass er eigentlich dazwischen liegt. Ja? Und dann nachher, wenn du das raffst, sollte es ja dann auch gekräuselt sein hier. Ja, guck, das soll ja sich dann auch so zusammenziehen und gerafft sein. Ja, ich bin gespannt, was bei dir rauskommt. Vor dem Schrägband habe ich Respekt, aber ich probiere es, muss es aber noch besorgen. Ja, Katja, du kriegst es hin. Übung macht den Meister. Weißt du, was dein Tipp ist? Üb doch erstmal an einem Probestück. Also du nimmst dir ein Stück Stoff, ja, vielleicht auch deinen Jersey, ein Stück Rest, nimmst dir ein Stück Schrägband und übst es einfach mal an einer Kante zur Probe. Ja, kannst auch mal, wie gesagt, so dieses Viereck, dieses, ich nähe im Kreis und lass sie aufeinandertreffen im rechten Winkel, was wir vorhin gezeigt haben, kannst du alles erstmal Probe machen. Und wenn aber ihr seht ja auch, selbst wenn das ist ja jetzt hier schwarz mit schwarzem Garn und so, also selbst wenn du da mal irgendwie, das siehst du alles gar nicht so. Also es wird schon. Ihr müsst euch nur trauen. Mhm. Ja, Dominik, schwer zu erklären, der Stoff zieht sich in der Mitte zusammen. Da, wo es raffen soll, aber eventuell fällt es nachher nicht so auf. Was hast du denn dran gemacht? Oh, ja. Gut. Guck hier. Muss mal waschen. Ja. Mach mal nachher nass. Achtung, jetzt, was willst du jetzt? Rollsaum. Ihr wollt doch wissen, wie es geht nochmal mit dem Rollsaumfuß. Ich habe zwar heute schon in der Story gepostet, weil die Schwiegermama wollte eine Tischdecke haben.
eine Gartentischdecke, die abwischbar ist. Ja, dann habe ich das mal eben gemacht. 10 Minuten Projekt. So, und dann ist es erledigt. Für die Tischdecke habe ich den 6 mm Rollsaum. Also das heißt, der schlägt in der Schnecke 6 mm um. Und hier wollte ich das jetzt auch. Also es muss nicht ganz so fein die Kante sein, wie man es auch machen könnte. Jo, ich nehme die... Ist das für 8? Ne, ist für die 7er. Ja, notfalls setzen wir uns an eine kleine Maschine, wenn du jetzt die... Hast du... Sie hat es. Das ist eine kleine Maschine. 6. Genau. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Genau. Also ihr seht, es geht um dieses Füßchen und ich will jetzt den Saum machen. Ja? Der hat hier so eine Schnecke hier vorne drin und dreht den Stoff sauber ein und ich kann dann absteppen. Okay, dann. Weiß. Weißes Garn? Müsstest du mir die Kamera übergeben? Weißes Garn, yes. Das kann ich ja noch machen. Das kannst du noch machen. Wir müssen den... Guck mal, musst du unten noch was anfangen? Ja, ich muss... Huch, die Kameraführung hat gerade versagt. Ich muss jetzt natürlich alles... Das zeige ich euch mal, was ich gleich mache. Achtung, hier ist der Fuß. Ich muss jetzt natürlich hergehen. Ich habe ja vorhin ein bisschen gesagt, dass ich hier nicht exakt die Kante zugeschnitten hatte. Also wenn ihr jetzt hier im Kreis mit dem Rollsäumenfuß arbeitet, dürfen solche Absätze hier nicht sein. Die muss ich noch angleichen. Ja, also wenn ihr jetzt hier an so Kanten seid, dann müsst ihr die noch angleichen. Und große Fäden... Ja, also alles, was so grob aufgeribbelt ist, sollte auch ein bisschen abgeschnitten sein. So, ich habe die Maschine wieder umgerüstet. Weißer Faden, weißer Unterfaden und jetzt haben wir hier den anderen Fuß eingesetzt. Ja, also jetzt könnt ihr mal gespannt sein. Mhm. Isabel, bist du noch da? Ist die Isabel noch da? Genau, Kauf Jessica, die sieht man auch innen. Ah, das haben wir schon beantwortet. Also einfach ein bisschen die groben Fransen. Also in dem Fall haben wir ja vorhin gesagt, also ich habe es bei mir einfach nur umgenäht, nicht, also mit Hand umgenäht quasi, also von Hand, nicht mit dem Fuß. Deswegen hatte ich die Stelle versäubert. Und ihr seht, wie schnell sich da jetzt die Fäden ziehen. Wir haben ja damit jetzt gearbeitet heute und halt so. Nicht versäubert. Und dann an dem ersten Ärmel, den ich hier gemacht habe, dass ihr schon mal seht, wie es geht. So, wie kriege ich das jetzt in die Schnecke rein? Ja, das ist immer für die meisten die große Frage. Erstmal nach unten. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe her und drehe grob den Stoff so ein. Ja, so. Und dann rubbel ich den vor zurück. Ja, so, dann legt er sich schon in die Schnecke. Also ihr... Senke den Fuß. Genau, ihr rollt ihn so, wie er quasi später aufgenäht werden soll. Genau, dann könnt ihr nochmal kontrollieren, dass er hier auch wirklich in der Schnecke liegt. Und dann halte ich ihn, da muss ich natürlich aufpassen, dass der jetzt hier nicht raus, sich so rausdreht, sondern ich halte ihn schon immer so ein bisschen eingeschlagen fest. Wir nähen jetzt von innen quasi, ja, und legen ihn immer schon ein bisschen vor. Zack, und ihr seht, was dann hinten für eine saubere... Wahnsinn. Ja. Ich benutze den auch nicht. Ja, für eine saubere Lösung rauskommt. Bisschen schwierig sind die Stellen an den Nahtübergängen, weil sich dann hier der Fuß auch hängen, also der dann ein bisschen hängen bleiben kann. Zack. Da müsst ihr ein bisschen fummeln, vielleicht auch helfen, dass er jetzt hier nicht hängen bleibt. Dann löse ich es manchmal, dass er hier an der Schnecke, dass ich den aus der Schnecke raushole, dass er sich hier nicht in diesen Nahtübergängen hängen bleibt und versuche über diese Stelle rüber zu kommen und danach wieder, wenn die Nadel im Stoff steckt, kann ich ihn wieder hier
in die Schnecke rein. Ja, man sieht es schlecht. Wursteln. Ja. Aber sowas, ihr seht, wie einfach es geht. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ja? Ja. Zack. Und ja, wie gesagt, ich drehe immer ein kleines bisschen vor. Bei dem Stoff, den ich heute Morgen hatte, ja, diesen beschichteten Baumwollstoff. Da ging es ganz gut. Da, weil der so steif ist, ja, ging es ganz gut. Ja? Hier so ein flutschiger Viskose ist natürlich eine andere Nummer. Und jetzt hier am Ende, dann näht er so weit, wie ihr könnt. Jetzt haben wir wieder hier diese Nahtübergangsstelle. Dann mache ich den auch raus. Aus der Schnecke einmal raus. Wieder manuell eindrehen. So ein Stückel kriegt ihr das auch mal mit der Hand hin. Zack. Und dann können wir auch hier das restliche Stück einfach nur oben drauf nehmen. Also als wäre es ein normaler Fuß. Ja, und darf es jetzt hier nicht sich wieder eindrehen. Zack. Oder ihr wechselt den Fuß, wenn ihr euch damit sicherer fühlt. Ja? Aber es ging gut. Ich meine, unten jetzt bei einer großen Strecke, da macht sich das natürlich noch mehr bemerkbar, ja? Ja, ja, klar. Ja, da hast du ja nicht ständig diese zwei kniffligen Kanten, ja? Da geht es ja ruckzuck einmal außen rum. Genau, das ist es. Das ist der Punkt. Und wie gesagt, hier müsst ihr, ihr dürft keine Absätze drin haben, weil das natürlich in so einer Schnecke dann verloren geht und auch blöd aussieht am Ende. Das müsst ihr angleichen. Und zu viele Fäden, also jetzt hier so... Die längeren Fäden jetzt, ja. Die längeren, groben Fäden, ja, die können dann auch ein bisschen stören oder sie werden halt eingedreht und gucken am Ende noch raus und dann seid ihr am Ende ebenso am Nachschneiden. Deswegen mache ich das meistens vorher. Ja. Die langen Fäden kommen natürlich auch immer drauf an, welchen Stoff ihr habt. Genau. Ja. Das ist ein super Fuß, vor allen Dingen für Webware. Hatte ich heute Morgen aufgrund meiner Story dann auch noch Rückmeldung. Ja, aber was mache ich denn, wenn der Stoff sich so so dehnt dabei, ja, dehnt und kringelt. Dann habe ich gesagt, dann hast du doch bestimmt ein Jersey verwendet, ja. Ein Jersey ist aber oftmals auch zu dick, ja, um in diese feine Schnecke zu kommen. Der ist wirklich... Dieser Fuß ist wirklich gedacht für, also noch lange Fäden, für Webwarestoffe, so feine, ja, dass ihr mal so ein feines Tuch oder sowas, dass ihr eine Serviette versäumen könnt oder auch Volants, hier, auch das hier ist mit diesem Fuß gemacht, ja, und zack. So, und jetzt kommt es wirklich zur Geltung, ja? Wenn man ja, so große... Genau. Also wieder einmal, ich gehe nochmal hierher. Genau. Einmal so eindrehen, wie er im Endeffekt sein soll. Und dann... Dann in die Schnecke rein. Ich rubbel das einfach nur in der Schnecke so ein bisschen rein. Zack, runter. Dann liegt er schon drin und der Rest macht die Maschine bzw. der Fuß. Ja, und hier seht ihr mal so einen langen Faden, ja? Also der... Zieht sich natürlich nicht so rein, der steht dann einfach nachher hier dann noch ab, da hinten, den kann man dann später noch, aber er soll euch ja auch nicht behindern. Das, wie gesagt, macht die Maschine so gut wie von alleine und auf so einer Strecke lohnt sich das echt. Wieder an die etwas dickere Stelle, die dann die Schnecke nicht so mag. Da hole ich es mal raus aus der Schnecke. Zack. Und nähe einfach so drüber. Und dann später wieder hoch. Ja, die ist abgeschnitten. Vielleicht müssen wir hier auch mit der normalen, weißt du was? Ich regel mal und nähe da nur dieses kleine Stück. Wir haben da ein Stück an dieser Naht. Mit dem normalen Nähfuß und fang einfach hinter der Naht wieder an.
da würde ich mich auch nicht quälen, ja? Also an so einer Stelle, wo es zu dick für die, für, dass es in die Schnecke reingeht, wird oder zu kompliziert, macht einfach einen Bogen drum. Das restliche kleine Stück schafft ihr wunderbar auch mit normalen Nähfuß, ja? Weil es ist ja dann eh schon vorgedreht und ihr müsst nur noch den Rest drehen oder mal kurz drüber biegen. Ja? Aber hier ist so ein ganz langen Saum ringsherum, immer gleichmäßig hier in so einem schmalen Abstand vorzubügeln, damit ihr das dann sauber nähen könnt, ja. Hast du das auch schon mal mit einem ganz feinen, ja? Also zum Beispiel so Abendkleider, die haben ja so einen ganz feinen Stoff. Hast du das schon mal damit probiert? Geht auch gut? Ja, da kannst du dann auch die 2 mm und 4 mm Rollsäume. Das ist der 6 mm, ist ja der breiteste Rollsaumfuß. Mhm. Ja? Das ist ja bei den langen Kleid jetzt hier auch ganz wunderbar, ja, kann man super machen. Jetzt hier nochmal wieder. Den Rest machen wir wieder mit dem normalen Fuß. So, also das seht ihr jetzt mal, wie schnell das hier wir einmal hier umgenäht haben. Das Stückel, das drehe ich dann wirklich noch mit dem normalen Fuß ein, weil es hier an diesem Nahtübergang ein bisschen schwieriger ist. Und dann haben wir nur noch den einen Ärmel und dann schwuppdiwupp sind wir fertig. Und unser Kleid ist fertig. Also es ist auch ein schnell genähtes Kleid, muss ich sagen. Wenn man da ein bisschen, nicht das erste Mal, man kann es ja, wie gesagt, man kann es ja in kurz, in lang nähen, dann ist man da zack, zack, fertig. Und ich finde, es wirkt auch immer wieder neu. Ja. Also ob du es jetzt hier so aus dem Stoff oder durch die unterschiedlichen Stoffe, durch die Längen, wirkt es immer wieder neu. Ja. Finde ich echt. So, wir legen es uns wieder vor und dann geht es in die Schnecke rein oder eins tiefer. Das ist nicht so hoch. Zack. In der Schnecke drin. Und ich habe da schon das Einschulungskleid meiner Tochter genäht, ja. War auch so aus Viskose, was ganz walla walla. Dann aber mit einem Viskose-Roulon und also. Deswegen. Und so saubere, feine Säume kriegt nur dieser Fuß hin. Ja, sieht echt super aus. Ja, von daher. Nahtübergang. Wieder ein bisschen tricky. Hier mal wieder rein. Ich glaube, die sind auch alle ganz fasziniert. Die sind nämlich ganz schweigsam. Da redet keiner mehr. Da sagt er, es schreibt keiner mehr. Oder sie haben Wein getrunken und sind alle keine getrunken. Ahnung. Also ihr seht schon, es gibt echt ganz viele einfache Hilfsmittel mit so einem Fuß. Und man wundert sich immer, wie machen die das, dass es so sauber aussieht und es ist einfach nur ein Fuß. Ja. So, siehst du, jetzt bin ich sogar schon rum. Und hier hat es sogar auch ohne Probleme über die schwierige Stelle geklappt, ja. So, nochmal abschneiden. Und wir sind fertig. Genau, die ein, zwei Sachen, die unten am Saum noch waren, die habe ich dann mit dem normalen Fuß nochmal. Wollt ihr es nochmal sehen? Getragen, auch von der Schrittweite. Sabrina, willst du es sehen? Dann ziehe ich es jetzt nochmal an. Dann gehe ich nochmal vor die Tür. Achtung, wir gehen nochmal raus vor die Tür. Können auch mal hier drüben reingehen. Oh, hier sieht's aus. Die Kissen, die abends die tagsüber draußen sind, liegen dann abends hier auf dem Zuschneidetisch. Morgens kommen sie wieder raus. Und dann, wer bei mir noch nicht war, hier ist die Kasse. Hier sind alle Nähgarne und dann ganz viele Stoffe. So, ich glaube, dürfen wir kommen? Oh, die Tür geht auf. Tja. Schaut's an. Fertig. Tada. Also Schrittweite, Achtung. Ja, ich meine, also, du sollst ja keine so große Schritte machen. Also. Für eine Dame schickt sich das ja nicht. Ja,
Genau. Genau. Also jetzt mach mal keinen Sport in dem Kleid. Nee. Jetzt haben also, in Schuhen natürlich. Ja. Und ohne Hose drunter. Sieht sehr schön aus. Ja. Was meint ihr? Die Ärmel werden auch versäubert. Ja, das haben wir eben auch gemacht. Also wir haben auch die Ärmel hier einfach knappkantig mit unserem Fuß einmal umgenäht. Genau. Ja? Immer noch glatt bügeln, ja? Das ist jetzt hier genau. Noch ein bisschen so, bügeln, noch ein paar Fäden abschneiden. Achtung, ich schneide. Hoppala, ein Loch. Genau. Da kann man noch ein bisschen den Gummi verziehen. Ja. Und dann sind wir fertig. Okay. Total schön, sehr schön. Du kriegst nur Komplimente. Mega schön und so schnell. Ja, genau. Das könnt ihr auch. Ja. Also, ne? Lasst euch inspirieren und macht's nach. Genau. Also die Woche noch 10% auf Schnittmuster und Stoff. Die Anleitung bleibt die Woche noch online. Ansonsten findet ihr die Anleitung dann auf unserem Schnittmuster, das Video, der Link. Und alle, die jetzt schon die Anleitung gekauft haben, und da war ja der Link noch nicht drauf, die bekommen den von uns gerne nachgereicht. Genau, richtig. Schreibt uns da einfach eine E-Mail. Ja, dann bekommt ihr den QR-Code. In Ruhe anschauen wollt. Ne? Mhm. Genau. Und wie gesagt, es funktioniert auch wunderbar entlang. Bei mir habe ich jetzt einfach 50 cm meiner Größe dazu gegeben. Genau. Ja? Ja. Und dann hast du wirklich ein Maxi-Kleid. Ihr könnt es aber auch so lang machen, wie ihr wollt. Und ich kann mir aber auch als Shirt, Bluse auch mal vorstellen. Ja. Also wenn ihr jetzt einfach euch mal wegdenkt hier. Zum Glück hast du noch die Hose an. Ich habe noch die Hose an. Genau. Ja, geht auch. Kann man sich auch als Shirt oder Bluse oder vorstellen. Ja. Hat auch eine schöne Form. Genau. Ja, da habt ihr mit dem Schnitt wieder wirklich tolle Möglichkeiten. Tolle Möglichkeiten zu spielen. Genau. So, kurz vor 9. Wir machen Feierabend, wa? Das war's für heute, genau. War ein langer Tag. Ja. Ja, willst du nochmal unsere Jacke zeigen? Ach so, ja. Unser nächstes Live-Nähen. Wir haben ja jetzt so viele Kleider genäht und so viele Sachen. Und eigentlich fehlt der Sommer, ne? Der Sommer fehlt. Also brauchen wir so eine ganz leichte Jacke. Die man auf jedes Kleid anziehen kann, können. Genau. Ja. Aus allen Materialien, ja. Also hier haben wir jetzt so ein Jeans-Tencel genommen. Die kennt ihr ja auch. Die ich dann sogar gefüttert habe, komplett und verwenden kann. Schon wieder etwas wärmer, die Jacke. Genau. Ja. Ich brauche ja Taschen. Wollen wir da nicht mal ein Taschen-Special machen? Das können wir uns überlegen, das genau. Dass wir ja so eine Tasche drauf machen. Ja, genau. Ja, das können wir uns noch überlegen. Aber ja, die ist hier wirklich super leicht, einfach zum drüberziehen. Wie ja, so für alles. Und wenn ihr mich anguckt, ich habe sie auch an. Für auf eine Jeans. Nochmal, ich bin ja wieder die Bündchen. Oh, ich habe mich angeguckt. Also bin ja wieder so die Bündchen-Fraktion. Ja, also ich habe die Bündchen dran gemacht und auch hier oben etwas. Jetzt sieht man es wieder nicht. Hier oben, guck du, zeig's mal. Ja. Auch hier oben habe ich es ein bisschen geändert und habe mir ein Bündchen eingesetzt. Und hier unten und an den Ärmeln. Also auch so ist die Jacke. Und ich finde, sie sieht so ein bisschen so wie ein Blazer aus, ja? Also aber ganz auch schnell genäht und schnell, ganz einfach. Schnell genäht und doch büroschick, ja? Drüber, über dem Easy Crosstop, was du hier drunter anhast, genau. Ihr könnt oder auch übers Kleid, wenn ihr es schick macht, ja? Oh, die Jacke ist auch toll. Gibt es den Schnitt schon? Ja, ja, klar gibt es den Schnitt schon. Den kannst du auch ab jetzt schon kaufen. Auch da geben wir jetzt schon 10%, wenn ihr jetzt schon sagt, ey, den will ich unbedingt machen. Ja. Sagt mir mal die Stoffvorschläge. Natürlich gibt es wieder noch meine Stoffe. Die wird Präsentation. Auch relativ schnell stattfinden. Genau. Weil wir nähen am 27.07. Ja, das ist ein Dienstag, diesmal um 19 Uhr. Vor unserer Sommerpause, mhm. Also vor meiner Sommerpause, weil wir gehen dann mal 3 Wochen in Sommerpause. Das Nähwerk schließt und davon nähen wir nochmal und dann sehen wir uns
Im August, im September wieder. Also, ich bin durchgängig da. Ja, Naschel in Mannheim zieht durch den Sommer. Genau. Wir haben, da sehen wir uns nochmal beide, ja? Wir haben das nicht vor, wir machen, zu schließen. Genau, wir machen immer drei Wochen. Wir sind immer da. Hier seht ihr auch nochmal unsere lustige Handykonstruktion. Genau. Wir sind immer da. Also das heißt, wenn ihr dann Sorgen habt, müsst ihr halt über die Brücke. Ja? Genau. Also die Pelzer müssen dann über die Brücke, dann können sie auch zu mir. Ja. Oder wir schicken es auch, ja. Silke wird ja erreichbar sein, wenn irgendwas ist, dann kann sie mich ja auch... No? Ah, gut zu wissen, das klappt sicher. Genau. Ja, mit Tasche, sagen die. Alles mit klar. Tasche, alles klar. Ja, also mal so eine Tasche noch, Tasche ergänzen. Rein. So eine Aufsatztasche oder eher so eine Passbildtasche, wie ich das hier gemacht habe. Das ist ja hier auch nicht verkehrt, ne? So eine Passbildtasche, mal das Bündchen noch hier und dann guckt hier noch der Futterstoff raus. Ja, also man kann das super kombinieren oder man macht es wirklich so wie Silke in derselben, im selben Stil und auch setzt nicht die Bündchen komplett, ab. Also meine kannst du jetzt nicht wenden. Dem Fall nicht. Genau. Meine ist ja eher so auch hier noch gepimpt und so, weißt du, so ein bisschen Jeansjacken, Bomberjacken-Style gemacht dann. Gut. Gut, dann drehen wir uns nochmal um. Ja. Zack, zack. Zack. So, das war's. Sagen wir Dankeschön, dass ihr dabei wart und gute Nacht. Passbild. Genau. Wir machen Passbildtasche. Alles klar. Genau, also wer sich frühzeitig Schnitt und Stoff für die Jacke sichern soll, könnt jetzt schon uns kontaktieren und sagen, ey, zeigt mir mal, was ihr Geiles habt. Dann machen wir das ganz individuell nach euren Wünschen. Machen aber auch ziemlich schnell nochmal eine Stoffe-Präsi dazu. Ja, oder ihr kommt einfach vorbei und wir reden drüber. Das geht natürlich auch. Genau. Ja? Okay. Tschüss. Bis dann. Ciao. Zack. Da. Jawohl. Ich habe immer so lange